Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3, einem weiteren 1 gegen 1 mit mir, dem Gaius Julius Caesar oder auch hier Krieger 100 genannt, und zwar gegen den lieben Falkenmut hier, einem Zuschauer und Abonnenten. Und ich probiere mich dieses Mal an den Franzosen. Ihr habt gesehen in den letzten Spielen, ich muss besser werden für das Turnier, deswegen werde ich hier weiter trainieren mit ihm. So, los geht's. Auf der Map Prairie, diesmal keine ausgeglichene Map, weil der Falkenmut die benutzerdefinierten besonderen Karten hier noch nicht hat. Das heißt, es ist die ganz normale Map Prairie. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mit den Franzosen alles ein bisschen besser mache. Oui, je le ferai. Prêt. Bonjour. Oui. Oui, très bien. Bonjour, ordre. Bonjour. Oui, je le ferai. Chasseur. Machen wir echt schon mal den größten Schmarrn, der möglich war. Na gut. So. Damit alles erkunden, bitte. Dann schießt ihr die gleich mal in die richtige Richtung. So, das war auf jeden Fall schon mal kein perfekter Start von meiner Seite. Aber wird hoffentlich noch. Schauen wir, ob wir hier noch ein paar gute Schätze abgreifen. Der Vorteil ist jetzt mit den Franzosen, wir können den Speer verwenden. So, wir werden uns als erstes dann, wenn es geht, die drei Couriere schicken. Was haben wir hier eigentlich? Ah, Kalb, das brauchen wir nicht. So, dann schicken wir uns natürlich nochmal mehr Couriere. Und leider haben wir hier relativ weit entfernte Tiere. Aber da wir rushen wollen, oder es wenigstens versuchen. So, ihr bleibt schön, wo ihr seid. Ihr beiden. Das lasse ich nicht zu, dass ihr hier so weggeht. So, wir bauen trotzdem schon mal das Haus. Was haben wir hier? 75 Münzen, die holen wir uns. So. Der andere Schatz ist zu groß. So, hier wird er sein, okay. So, schnell die drei geholt. Und dann, glaube ich, können wir sogar mal mit einem weniger agen. Oder wir versuchen das so wenigstens. Das klappt, ist eine andere Sache. Chasseur. Chasseur. So. Prêt. Oui. Chasseur. Chasseur. Das haben wir uns geholt. Hier ist noch ein guter Schatz, 80 oui. Holz. So, dann versuchen wir gleich. Wenn das möglich ist, hier zu agen. Ah, dann holen wir uns hier die 400 Holz. So. Ah, und er hat sich hier schon die Herde geholt, alles klar. Na schön. Dann müssen wir jetzt aber hier natürlich auch schnell auf Gold gehen. So. Der hat sich jetzt hier die Herde sozusagen gesichert. Ach nee, halt, hier wollen wir doch. Und uns Holz holen, genau. Das ist ja jetzt schon nah an seinem Dorfzentrum, wo er sich die Herde gesichert hat. Schauen wir mal, wer schneller aged dann. So. Bauen schon mal ein Haus. Und hier sind auch schon seine Siedler. Ah, das hat er sich schon geholt, okay. Wir müssen jetzt hier wirklich schnell sein insgesamt.
und dann den Stall bauen. Was ist er überhaupt? Brite. Oh, dann kann er natürlich mit den Musketieren wunderbar dagegen vorgehen. Nein. Ach Gott. So, die sollen sich doch. Die machen leider nicht das, was sie sollen. Die sollen eigentlich das Holz hier holen. Leider macht das keiner. So, jetzt ziehen wir uns hier mal zurück. Es fehlt leider die Nahrung. Bonjour. Votre ordre? Très bien. Oui. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes hier. Correct. Leider sehr weit weg. Chasseur. Ja, jetzt ist er natürlich schon im nächsten Age. Oui. Bûcheron. Wir verlagern uns jetzt einfach mal hier runter, so gefährlich es auch ist. Holen den Marktplatz. So. Ah, verdammt. Das ist hier natürlich der Außenposten. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Bauen die Kaserne. Haben jetzt alles hier für die paar Husaren ausgegeben. Können aber nicht so richtig viel mit denen anfangen. Schauen wir mal, ob wir wenigstens einen Siedler bekommen. Ah, jetzt habe ich natürlich hier vergessen. So. Hier geht bitte hier hin. Wir müssen hier mal ein bisschen schneller. So, jetzt aber. Wir sind nämlich stark zurück mit den Kurören. Konnten nur wenige Siedler töten. Hier gibt es vielleicht ein paar Siedler zu holen. So, jetzt schnell zurück, weil das schießt natürlich auf uns. So, weiter geht's. Und wir müssten uns jetzt, wir haben leider keine Herden so richtig bei uns. Die hat alle er. Oui, Chasseur. Ja, und er hat jetzt halt den Britenvorteil, dass er hier boomen kann mit der Wirtschaft. Okay, jetzt müssen wir uns schnell zurückziehen, verdammt. Jetzt machen wir mal noch ein paar Armbrustschützen. Ich hoffe, dass die einigermaßen gut gegen Musketiere sind. Ah, jetzt fehlt uns natürlich das Bevölkerungslimit und das Holz. Meine Güte. Das gibt's doch jetzt alles nicht. So. Obwohl, nee, wir gehen auf Gold und versuchen schnell ins Dritte zu kommen. So, schaffe ich das hier, den noch zu töten, bevor der den Außenposten baut? Jawohl.
Und schnell zurückziehen. Ist wieder das Wichtigste. So. Bonjour. Ja, es fehlt gerade so ein bisschen an allem. Prêt, bonjour. Correct. Prêt. Oui. Bonjour. Maçon, ramasseur. Wir bauen mal noch einen weiteren Coureur. Haben nur eine kleine Verteidigungsarmee. Die ist nicht perfekt geeignet. Trotzdem gehen wir hier schon mal ein bisschen drauf. Und ziehen uns wieder zurück. Vielleicht können wir den einen noch killen. Ja, dabei stirbt natürlich wieder ein Husar. So. Und jetzt wollen wir natürlich schnell ins nächste Zeitalter gehen. Bonjour, votre bûcheron. Bonjour, ramasseur. So, jetzt brauchen wir noch die ganzen Upgrades. Die habe ich jetzt alle ein bisschen vernachlässigt. Und oh nein, jetzt werden wir hier angegriffen. Er hat jetzt natürlich schon viele Musketiere. Ich weiß jetzt nicht, was am besten gegen Musketiere ist. Ob die Armbrustschützen wirklich so gut sind. Ich mach mal trotzdem noch ein paar. Ja, ich habe halt leider nicht so viele. So viel Wirtschaft, wie ich gerne hätte. So, jetzt sind wir schon beim nächsten Zeitalter. Jetzt brauchen wir schnell mehr Holz. Und Plänkler sind doch jetzt, glaube ich, genau das Richtige. Das heißt, wir müssten auch mal auch noch auf Gold umsteigen, wenn das denn möglich ist. Ah, ne, das lassen wir mal. So. Hier gehe ich mal noch ein bisschen. So. Ah, jetzt will er angreifen. Verdammt. So. Wir wollen natürlich jetzt die Upgrades holen. Falls möglich. Aber was machen wir? Jetzt haben wir natürlich noch kaum Gold. Das holen wir uns hier wieder. Können wir irgendwelche Upgrades holen? Nein. So, jetzt noch ein paar Plänkler. Gut, er geht jetzt auf ein Haus. Das ist in Ordnung. Das können wir noch verkraften. Ah, und ich habe natürlich vergessen, hier weiter auf Coureure zu gehen. So. Zurück, zurück, zurück. Das ist ja leider auch schon im nächsten Zeitalter. Wir müssen jetzt ausnutzen, dass wir hier die Plänkler haben. Gehen hier mal auf die Herde. Na komm schon, wir brauchen mehr Gold. Schneller. So. Chasseur.
mehr auf Gold gehen, bitte. Votre ordre? Maçon, Bûcheron, Maçon, Bûcheron. Da fehlt uns das Holz natürlich wieder. Ja, das ist jetzt natürlich hier eine ganz schwierige Sache. Könnten wir hier hochschauen. Ob ich mal schauen, ob ich ihn hier noch ärgern kann. Das zerstören wir mal, falls möglich. Was ist das? Die gesamte Kavallerie wird verbessert. So. Ja, wir haben leider viel zu wenig Gold hier. Nein. Ah, jetzt habe ich leider schlechten Befehl gegeben. So, jetzt brauchen wir aber auch sehr viel Holz, was wir nicht haben. Wir haben gerade sehr viel Nahrung, die könnten wir mal ein bisschen umtauschen vielleicht. Okay. Ich werde mal trotzdem noch ein paar Musketiere machen. Da sind wir natürlich wieder am Bevölkerungslimit. Bonjour. Und haben kein Holz. Votre Bûcheron. Oui, Bûcheron. Oui. Très bien. Oui. Correct. Okay, hier geht er drauf. So, mal schauen, wie schnell das Haus. Habe ich jetzt irgendwo ein Haus überhaupt in Auftrag gegeben? Bonjour. Prêt. Maçon. Bûcheron. Das wird jetzt wohl nicht mehr rechtzeitig fertig werden. Ah, nee. So. Jetzt haben wir gleich ein Münzproblem. So, wir töten ihm hier schon mal die ganzen Siedler. Gehen jetzt hier auf den Außenposten. Und ins nächste Zeitalter. So, wir brauchen jetzt echt mal mehr Holz. So, jetzt kommt er hier mit seiner Armee. Oh ja, der hat eine Riesenarmee hier. Wir müssen schnell mehr an Armee nachbauen. Ah, und genau jetzt ist natürlich das Gold ausgegangen. Das ist extrem schlechtes Timing, weil jetzt viele Siedler nichts machen. Oh ja, da gewinnt er ja richtig gut. Da hätte ich mich wahrscheinlich früher zurückziehen müssen. Ja, was hole ich mir jetzt? Ich hole mir mal sicherheitshalber jetzt 8. Ja, ich bin halt, er weiß jetzt genau, ich bin ungeschützt. Ich habe kein Gold. Oui. Chasseur. Der braucht jetzt hier nur zu kommen, knapp. Das Pferd stirbt schon mal gleich. So. Bonjour. Wir uns fehlt, warte mal, wo ist denn hier der Marktplatz? Mit Münzen. Ah, nee, jetzt haben wir natürlich einen riesen Fehler gemacht. So.
Sind wir halt im nächsten, aber es bringt uns nicht so viel, weil wir kein Holz haben. So, jetzt will ich Holz kaufen. So, und hier unten ist noch was bauen. Aber es sieht schon ziemlich gut für ihn aus. Das muss ich ihm jetzt leider lassen. So. Bonjour. Oui, bonjour. Correct, très bien. Ich versuche jetzt mal hier im Norden noch ein bisschen zu fliehen. Falls das geht, höchstwahrscheinlich nicht. Es wird jetzt natürlich einiges eingerissen. Wir versuchen uns hier irgendwie wieder ein bisschen aufzubauen. Perfekt wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Masson. Bûcheron. Votre ordre? Oui. Chasseur. Ah, okay, er ist uns jetzt hier nicht auf die Siedler gegangen, okay. So weit, so gut. Können wir uns das ab? Dann holen wir uns hier noch das Upgrade. So. Votre ordre? Jetzt bräuchten wir wieder Holz. Wie bekommen wir Holz? Hiermit, oder? Mit Münzen kaufen. So. Gleich noch ein zweites. Als nächstes muss ich hier nämlich Kaserne bauen. Ah, jetzt haben wir leider kein Gold mehr, das gibt's doch gar nicht. Jetzt müssen wir verstärkt auf Holz gehen. Ah, hier haben sie jetzt getroffen. Natürlich, die Siedler da oben sterben wahrscheinlich auch gleich. So, wir müssen jetzt die Herden ein bisschen wegschießen. Vom Rand. Ja, hier oben wird alles niedergemäht. Chasseur, oui. Prêt. Chasseur. Bonjour. Prêt. Chasseur. Bonjour. So. Okay. Wir holen noch eine Fabrik. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen eine Mauer irgendwie zu bauen. Falls das klappt. Votre ordre, Masson. Oui, Bûcheron. Votre ordre. Ah, es fehlt jetzt natürlich die Bevölkerung. Oh, und er kommt halt leider jetzt schon mit. Ah, jetzt haben wir natürlich keine Bevölkerung mehr, wir Idioten. Masson. Masson, Masson. Prêt. Korrekt. Ja, dann ist es jetzt vorbei. Der hat uns jetzt leider entdeckt. Masson. Prêt. Mein Fehler war jetzt, keine Häuser mehr zu bauen. Oh, wir haben noch so viele Ressourcen. Je suis blessé. Je ne peux pas bouger. So. Ja, aber es ist vorbei, glaube ich. Also. Ich glaube, da machen wir uns jetzt nur noch Illusionen, wenn das nicht der Fall ist. Weil ich kein Gold mehr habe. Bûcheron.
Ich kann noch mal ein paar Musketiere bauen. Machen wir einfach hier noch eine Armee hin. Aber das ist jetzt leider eher der Last Stand. Der konnte jetzt hier breiter seine Wirtschaft aufbauen, wie er es mir beschrieben hat. Das hat jetzt nicht so geklappt bei mir. Bonjour. Oui. Bûcheron. J'ai repris des forces. Je suis blessé. Je ne peux pas bouger. Bitte schneller. Die Einheiten. Bonjour. Masson prêt. Masson. Upgrades kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Holz fehlt jetzt vor allem noch. Ich kann noch mal ein paar Minuten mehr hinmachen. Aber da hat halt hier richtig viele Langbogenschützen. Bonjour, Bûcheron. Prêt, Bûcheron. So. Bon, correct. Wir können hier den Ball noch mal ein bisschen lang ziehen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Nahrung, da können wir auch noch einen guten Last Stand auf jeden Fall abgeben. Bûcheron. Wir haben halt ein paar gute Upgrades, weil wir schon ins Viertel kamen, aber er ist jetzt auch schon im Viertel, hat natürlich deutlich mehr Punkte als wir. Hat uns hier niedergemacht, macht unsere Fabrik hier nieder. So. Ah, ich wollte jetzt nochmal das Upgrade hier holen. Das bringt jetzt halt wahrscheinlich nur nichts mehr. Nee, hier seine Veteranen-Langbogenschützen sind halt trotzdem schon viel stärker. Gut, da haben wir wenigstens nochmal einen guten Last Stand abgegeben, finde ich. Ah, und hier werden natürlich unsere Siedler niedergeschossen von ein paar wenigen Einheiten. Ja, und hier hat er auch Soldaten. Das Ganze ist jetzt vorbei, wir können uns auch nichts mehr schicken. War trotzdem ganz cool, ganz gut gemacht. Am Anfang relativ ausgeglichen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Harassment betreiben müssen. Das konnte ich nicht. Er hat jetzt hier die bessere Wirtschaft. Und da wollen wir es nicht noch weiter hinausziehen. Ich habe halt jetzt versucht, mich wieder hier aufzubauen. Ich sah es halt noch nicht als völlig verloren an. Ja. Gut. Er hat halt natürlich jetzt trotzdem in dem Fall besser gespielt als Brite. Nicht schlecht, schauen wir nochmal in die Statistik. Da hatte ich sogar mehr Nahrung und mehr Münzen. Okay, also ich war wie gesagt wirtschaftlich gar nicht mal so schlecht. Er hat jetzt einfach nur mehr Kills gemacht, hat vielleicht dann da die besseren Counter-Einheiten gegen meine gehabt. Ich habe an ein paar Stellen, glaube ich, eher geschlafen, hätte schneller auf andere Ressourcen umstellen müssen. Ja, habe ein paar Fehler gemacht, trotzdem war es ein ganz interessantes Match. Konnte auch ein bisschen ärgern mit den Husaren, glaube ich. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, oh, aber natürlich als Brite war er mit den Dorfbewohnern immer weiter oben. Immer besser als ich. Obwohl, ich glaube, hier der Unterschied war noch gar nicht mal so hoch, weil man muss ja sagen, ich habe ja hier Couriere und die sind natürlich besser als die Siedler. Das heißt, wir waren hier ungefähr relativ noch ausgeglichen, hier auch. Aber hier ist er natürlich dann davongegangen und meine starben. Da hatte ich dann keine Chance mehr. Gut, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ging ja trotzdem relativ lang für ein 1 gegen 1. Also es war ja kein richtiger Rush, der hier stattfand. Schönes, noch einigermaßen ausgeglichenes Match. Starker Gegner hier mit Falkenmut. Bei dem bedanke ich mich auch. Und dann auch noch natürlich bei den Zuschauern. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video von mir. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.